Danach ist die Fraktion ja eh weg. Und wir kriegen eine neue Großherde. Durch den bestialischen Zorn. Passiv den Kriegerfluch. Hornwachstum plus 2. Chance auf Abwehr eines Hinterhalts oder Korruption. Blitzschlag. Das ist ja ganz gut, um nacheinander Armeen auszuschalten. Autorität, Bevölkerung in Newton. Nein, wir machen hier weiterhin das, damit der eine bessere Führerschaft hat in der Armee des Helden. Das ist mir ein echt guter Vorteil. So, auf nach Fassberg. Ein weiterer Hornrekrutierungsplatz. Keine eurer Einheiten wird verstärkt werden für 6 Runden. Verstärkungsrate erhöhen, der Preis ist geschickt. Einheitenerfahrung plus 4 für alle Rekruten, aber die Rekrutierungskosten verdoppeln sich. Kein Entkommen. Nahkampfabwehr wird reduziert. Der Hornwachstum wird mir schon was helfen, aber dann... Vor allem, weil ich im Moment eigentlich recht viel Kohle habe. Aber warum hat sich keine Großherde gegründet? Ich leg mal kurz ein bisschen zusammen und ja, jetzt werden natürlich auch die Minotauren und so weiter nicht verstärkt. Kann ich aber gerade mit leben. Dafür machen wir jetzt plus 17 Wachstum in jeder Runde. Proof nimmt Magier mit auf. Günther Shadow ist auf die Reduktion der Belagerung gegangen. Nach 2 bis 3 Runden waren dann die stationierten Truppen auch für den Arsch. Es wurde anders geschrieben, ich habe es jetzt einfach ein bisschen umgeändert. So, was macht der? Passive Fähigkeit Raserei, immun gegen Psychologie. Der Minotaurus geht nicht zur Therapie, er ist immun gegen Psychologie. Ich fick den mal automatisch kurz weg. So, plündern und schenken. Um generell die Chaos-Korruption zu pushen. Das Beste der Bestie 2. So, große Jagd wurde geblasen. Ich ignoriere das. Ich brauche gerade keine Verbesserung der Führerschaft. Und wir ziehen gen Osten nach Großfuhre. Und wir haben einen neutralen Stamm getroffen. Andere Kriegsherden durchstreifen diese Länder. Khazraq, wir auch, wir streben sie danach, Kampf und Zerstörung zu den unbehuften Narren zu bringen. Doch sind wir ihnen gleichgültig? Mit dem richtigen Anreiz können wir sie überzeugen, uns zu helfen. 3 Siedlungen niederreißen.
Und danach sagen die zu uns: Ihr seid geile Typen. Oh, guck mal. Da können wir die Schamanen holen. Das wären Verstärkungen für alle, vor allem Unterhalt einsparen. Da sind die Centigor, das sind die Gnark. Bestigor-Herde. Da machen die einen ganz schönen Rüstungssprung aber hin, von der Gor-Herde aus. Chaosbrut. Streitwagen. Ich mach das. Weil Minotauren einfach cool sind. Keine Kröte lecken. Das Versteck eines Grindalachs wurde gefunden. Jener grausige, mutierte Abscheulichkeit. Und die Kreatur selbst war sogar noch darin. Wir konnten die Macht dieser Bestie nutzen, um die Herde zu verstärken. Und den Wahnsinn riskieren. Oder sie in ihre eklige Glorie ruhen lassen. Ja, aber nur, wenn ich neue Leute auch rekrutiere. Kostet mich aber bestialischer Zorn. Wodurch meine Großeinheit da hinten schneller verliere. Geht weg, andere Horde. Das ist unsere Stadt. Wir wollen euch doch imponieren. Ohne Scheiß, es schafft die andere Horde es nicht, sich nah genug hier ranzustellen. Eine wilde Nacht? Nein, Chaos-Korruption. Die Herde ist aufgekratzt und ungehalten. Dann betet doch gefälligst. Wo hat Beten noch nie geholfen? Wieso erforschst du nicht das ganz rechts im Forschungsbaum? Frage. Das hat damit zu tun, weil ganz rechts im Forschungsbaum kostet jede Forschung 5000 und das ist gegen den Forschungsmalus, den wir kriegen. Umso mehr die Herde forscht, umso mehr Minus kriegen wir auf Forschung. Und genau deshalb mache ich das zurzeit nicht. Das kostet zu viel. So, euch schicke ich vor, weil ihr Schilde habt. Dann könnt ihr ein paar Pfeile abwehren. Und jetzt habe ich einen von der falschen Einheit da reingeknallt. Ach komm, ihr werdet eh erstmal vorne einfach stehen. Euch setze ich noch hier hin, weil ihr müsst ja zum Tor. Obwohl Truppe 1 wird wahrscheinlich das Tor schon zerstören, bevor die da hinkommen. Da haben wir alle Bogenschützen. Können wir hier hinsetzen. Tja, die Horde rennt. Ich finde auch, dass Horde viel besser passt bei den Tiermenschen. Als bei Chaos, wo es halt auch eine Horde ist letztendlich.
wie die unterwegs sind. Ja, die können den Rambock schon hinstellen. So, die sollen definitiv auch da hoch. Wie sieht es eigentlich aus mit den Schildträgern gegen denen, die da oben stehen? Schlecht. Die sind nämlich schwächer als die Schwertkämpfer trotzdem. Und die Hellbardiere sind ja eh doof. Sehr schön, die Tore sind platt. Komm einfach rein da. Boah, die Schweine sind schon riesig. Die sind ja so groß wie ein Minotaurus. So, langsam gewinnen wir aber Überhand auf der Mauer. Der feindliche General flieht in seiner Einheit. Jedenfalls der Stadtgeneral. Die Chaoshunde können auch mal reinkommen. Oh, die haben alle schon Schiss hier auf den Mauern. Und fliehen jetzt vor unseren Herden. Da hat ja echt noch ein paar Ritter des Imperiums hinten stehen. Müssen wir gleich von allen Seiten kommen. Das werde ich nie verstehen, warum der bei den Sachen hängt. Also beziehungsweise so nachruckelt. Okay.
So, geht hinter denen rein. Dann sind die uns nämlich nicht mehr so überlegen, wenn wir von zwei Seiten die sandwichen. Ich mag Blut. In Spielen. So kann ich Blut nicht ausstehen. Vor allem, wenn es bei mir selbst drin ist. Da hinten gerade ist einer von da bis da geflogen einfach. Da sind alle geflohen. Alles klar. Entscheidender Sieg. Langsam aber sicher lohnt sich auch die Kohle. So, nach Rocher. Rosche oder nach Brockel? Brockel könnte eine... Nö, hat auch keine Mauer. Die haben alle keine Mauern. Achso, ich muss mich für eine Sache entscheiden. Mehr Rüstung oder... Die unnachgiebige Herde plus 5 Angriffskraft, Nahkampfangriff, eine Verstärkung des Bereiches. 30 Meter Radius. Mhm. Garnison angreifen, ja, schön und gut. Machen wir lieber Angriff. Angriff ist einfach die beste Verteidigung. Not likely. Wolfram von Knutburg. Und wen haben wir hier? Zugrak, hau ab. No. So, Bevölkerungsüberschuss von 4. Und ja, wir sind nicht in der Lagerposition, das weiß ich. Will der gerade auch nicht. Dann sollte er einfach plündern.